Servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu Flogaldo Nummer 12. Jo, das Dutzend ist voll sozusagen. Und bevor ich weiter quatsche, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Einen Moment. Tada! Nintendo! Katze! So. Gut. Der Herr Betriebsrat war auch wieder da. Das war mal das bis dato aufwendigste Intro, das jemals auf Flogaldo hochgeladen wurde. Folge 12 von Flogaldo, über was will ich heute reden? Heute habe ich mal überhaupt nichts vorbereitet. Ich möchte heute nur ein Thema ansprechen, nämlich meine tolle neue Nintendo-Leuchtreklame da hinten. Nein, natürlich nicht. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass man es nicht besser sieht. Also ich glaube, wenn man es weiß, kann man ja ahnen, dass das ein Nintendo-Schriftzug ist. Aber ja, habe ich ja auf Willhaben neulich irgendwo gesehen. Haben wir gleich kaufen müssen. Aber egal. Über was ich heute reden will, ist Folgendes, nämlich Phasen. Phasen und phasenweise. Klingt ein bisschen esoterisch, aber was meine ich mit Phasen? Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, ich mache so viele verschiedene Sachen. Ich mache meine ganzen YouTube-Kanäle, ich mache ab und zu ein bisschen Musik, ich mache dann wieder Podcasts und alles Mögliche, was ich so mache. Und mich fragen die Leute immer, wie schaffst du das? Wie magst du das alles? Wie bringst du das alles unter einen Hut? Die Antwort ist, nicht. Und die zweite Antwort ist, indem ich das alles so phasenweise, schubweise mache. Ich habe oft dann so Phasen, da bin ich mir, das sind meistens so Wochen in Wochen aufgeteilt. So, ich habe dann oft so ein, zwei, drei Wochen lang eine Phase, wo ich mich voll auf ein Thema stürze und mich hauptsächlich mit dem beschäftige, dann ist das wieder vorbei und dann habe ich wieder eine andere Phase. Und so wechseln so die Phasen ab. Und wenn man dann so mit ein paar Wochen oder Monaten Abstand drauf schaut, dann hat man irgendwie den Eindruck, als würde das alles gleichzeitig machen. Ja, aber wie es halt so ist, mit ein bisschen zeitlichem Abstand verschwimmt dann die zeitliche Distanz zwischen den Ereignissen und es war alles einmal früher. Ist ja fast ein bisschen philosophisch. Was ich sagen will damit, diese Woche war ich nämlich ganz klar in der Gaming-Phase. Ich habe so ein neues Teil gekriegt, so ein Super NT, also ist keine Super Ente, sondern ein neu nachgebauter Super Nintendo, wo mit HDMI-Ausgang und so weiter. Da gibt es auf Jack Aldo ein Video, wo ich das Ganze schon unboxe. Den teste die ganze Woche schon aus und da bin ich schon fast ein bisschen in wissenschaftliche Gefilde vorgedrungen und mache ganz viele Tests über Input-Lag, also Input-Geschwindigkeit, wie stark die Verzögerung ist und PAL-NTSC-Unterschiede, also lauter so Nerd-Stuff, da bin ich die Wochen ziemlich tief drinnen gesteckt, habe auch auf Humaldo Plays so ein paar Technik-Videos veröffentlicht, die eigentlich ziemlich wurscht sind, aber irgendwo wollte ich es hochladen. Ja, also diese Woche bin ich ganz klar in dieser Phase, in der Zone, quasi in der Videogame-Zone und habe deswegen auch sonst nichts recht weitergebracht. Klar, wenn ich gerade voll mit meinen Gedanken konzentriert bin in dieser Spielephase, ist es fast ein bisschen Überwindung, wieder zum Beispiel in die Rockphase rüber zu wechseln. Und diese Wochen habe ich gesagt, na scheiß drauf, ich kann nicht alle meine vier Kanäle gleichzeitig, gleichmäßig mit genauso viel Material bespielen, wie ich schon in Flogaldo Nummer 11, also in dem letzten Video schon erklärt habe. Ich kann nicht alle meine Kanäle gleichzeitig bespielen. Deswegen habe ich gesagt, diese Woche beschäftige ich mich nur mit Games und habe mich deswegen nur mit Games beschäftigt. Und deswegen ist heute auch der erste Donnerstag im Jahr 2018, glaube ich, so mehr oder weniger, wo ich kein eigenes Rock- und Metal-Video rausbringe. Das war auch der Grund, warum ich neulich dieses wie oft kommen neue Videos-Video gemacht habe, weil ich mir entschieden habe, diese Woche kommt kein Rock- und Metal-Video, weil ich eben gerade komplett in dieser Games-Phase bin. Nächste Woche werde ich schon wieder ein Rock- und Metal-Video machen, aber diese Woche war es mir einfach zu wichtig. Da ist übrigens, die Katze ist übrigens noch da. Da, komm ein bisschen in die Kamera. Da, schau. Diese Woche war es mir einfach zu wichtig, dass ich mich mal komplett nur mit dem Games-Zeug beschäftige. Das ist eigentlich auch schon wieder alles, das ich mal kurz erklären wollte. Also ich organisiere meine ganzen Tätigkeiten meistens phasenweise, kann da auch die besten Ergebnisse bringen. Das heißt, wenn ich mal mit meinen Gedanken und mit meiner ganzen Einstellung gerade voll in einer Phase drinnen bin, bin ich da natürlich gewissermaßen eingearbeitet und da geht natürlich am meisten weiter. Wenn ich jetzt heute ein Rock- und Metal-Video machen müsste ich mir komplettes Mindset umstellen und ein bisschen wieder reinkommen. Das dauert immer ein bisschen und das Ergebnis war wahrscheinlich nicht so toll. Wahrscheinlich muss man sich eh schon bald dran gewöhnen, dass so diese Phasen abwechseln, weil, wie ich eh schon im 11. Flogaldo-Video gesagt habe, derzeit habe ich recht viel Zeit, um mich mit diesen ganzen Videogeschichten zu beschäftigen, aber diese Zeit wird bald zu Ende gehen und dann wird es deutlich weniger Videos geben. Im Notfall auf jeden Fall diesen Flogaldo-Kanal abonnieren, weil auf Flogaldo gängen die Videos ganz, ganz, ganz schnell zum Produzieren. Da werde ich wahrscheinlich regelmäßig neue Videos raufspielen. Da geht es um nichts. Die habe ich innerhalb von einer Stunde fertig. Das ist eine Stunde.
mein heutiges Humaldo Plays Video, fast der denn, hat mir wieder 7 Stunden gekostet. Eigentlich wollte ich nur schnell das Let's Play machen und dann bin ich wieder 7 Stunden dabei geguckt. Eine Stunde für ein Flogaldo-Video, das ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Komm, auf da, lass dich ein bisschen schauen. In diesem Sinne war es das schon wieder, gewöhnt euch an meine Phasen, weil von denen wird abhängen, wann in Zukunft neue Videos für mich rauskommen. Und ich hoffe, ich habe es genauso eine Freude mit dem mit der Nintendo-Reucht-Reucht-Leklame wie ich. Jo, für dich.